Die Tesla-Aktie ist in den letzten 12 Monaten über 50% eingebrochen und deshalb schauen wir uns das Ganze heute mal genauer an, ob vielleicht der aktuelle Aktienkurs einen guten Einstiegszeitpunkt darstellt oder ob doch noch gewisse Gefahren bestehen. Und ich glaube, dass der Aktienkurs trotzdem noch das Potenzial hat, weitere 50% zu fallen. Warum? Darauf gehe ich genau in dem Video ein. Doch vorweg natürlich erstmal der Disclaimer, das alles ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Bevor wir loslegen, bitte unbedingt noch ein Like für den Algorithmus dalassen. Einfach unten kurz den Button klicken. Vielen Dank dafür. Wir sehen hier die Top-Unternehmen nach Marktkapitalisierung im Bereich Automobil. Das heißt, hier die Top-Konzerne sind hier in der Marktkapitalisierung natürlich Tesla, wo es heute darum geht, mit einer Marktkapitalisierung von 570 Milliarden Dollar. Dann auf Platz 2 mit nicht mal halb so viel Wert. 200 Milliarden sind nämlich Toyota aktuell, alle Aktien zusammen addiert wert. Die Marktkapitalisierung von Porsche dann mit 100 Milliarden. BYD mit 86 Milliarden. Volkswagen mit 84 Milliarden US-Dollar und Mercedes-Benz mit 70 Milliarden Dollar noch auf Platz 6. Das heißt, Tesla ist aktuell von der Marktkapitalisierung genauso viel wert wie die next 5 Platzierten zusammen. Und Tesla war sogar vor einigen Monaten noch nicht nur das Top-Unternehmen nach Marktkapitalisierung von den Autokonzernen, sondern war mehr wert an der Börse als alle anderen Automobilhersteller der Welt. Da muss man sich natürlich mal die Frage stellen, ist es gerechtfertigt, dass ein einzelner Automobilkonzern so viel mehr wert ist als alle anderen Automobilhersteller der Welt? Oder gibt es hier doch einen gewissen Hype, der den Aktienkurs einfach in Höhe getrieben hat? Und deswegen schauen wir uns das Ganze auch nochmal weiter an. Wir schauen hier nicht nur die Marktkapitalisierung an, sondern auch mal die Umsätze. Das heißt, die Top-Automobilkonzerne der Welt nach Umsatz. Hier ist nämlich nicht Tesla auf Platz 1, sondern Volkswagen mit 280 Milliarden US-Dollar Umsatz, dann Toyota mit 260 Milliarden und so weiter. Und Tesla kommt erst ganz da unten auf Platz 11 mit 75 Milliarden US-Dollar Umsatz. Also deutlich weniger als zum Beispiel Volkswagen. Und da sehen wir hier schon ein Indiz dafür, dass vielleicht Tesla aktuell doch ein bisschen noch zu teuer an der Börse ist. Wir können auch andere Zahlen noch gerne anschauen, auch den Gewinn, also den Nettogewinn. Das sehen wir hier. Eben die Earnings, hier auf Platz 1 Toyota mit einem Gewinn von knapp 30 Milliarden US-Dollar, dann VW mit 25 Milliarden US-Dollar und so weiter. Und Tesla kommt auf Platz 6 mit 12 Milliarden US-Dollar Nettogewinn. Damit weniger als halb so viel wie Toyota oder auch Volkswagen. Eine wichtige andere Statistik ist natürlich auch noch das KGV oder eine Kennzahl. Natürlich müsste man die immer bei jedem Unternehmen erstmal bereinigen, aber wir schauen uns hier einfach mal das aktuelle KGV an, um einen Überblick zu bekommen. Und da sehen wir auch KGV von BMW hier 2,5, von Hyundai 2,5 und so weiter. Und hier auf Platz 26 kommt Tesla mit einem KGV von über 50. Also wir zahlen aktuell das 50-fache der Gewinne für den aktuellen Aktienkurs. Und das ist nochmal ein Indiz dafür, dass es vielleicht hier zu teuer sein könnte. Wir kommen später noch zur ausführlichen Bewertung. Da sehen wir auch ein paar schöne Sachen bei Tesla im Gegensatz zu anderen Konzernen, also Autokonzernen. Aber hier erstmal einen ersten Überblick, ein erstes Gefühl eben für die aktuelle Bewertung. Und da sehen wir hier bis jetzt eigentlich nur Anzeichen dafür, dass Tesla, obwohl sie 50% eingebrochen sind, immer noch zu teuer sein könnten. Wir sehen hier auch die Autoverkäufe in den USA im dritten Quartal 2022 gegenüber dem dritten Quartal 2021. Und hier unten ist auch Tesla mit 113.000 oder 114.000 verkauften Autos in den USA. Und das ist eben ein deutlicher Anstieg. Letztes Jahr waren es noch 84.000. Und damit konnte man einige Plätze gut machen. Also das ist einer der Vorteile natürlich von Tesla, dass sie hier stark wachsen. Und weil sie eben stark wachsen, besteht hier auch von vielen Aktionären die Hoffnung, dass dieses Wachstum weiter anhält. Und deshalb natürlich auch der Aktienkurs dementsprechend hoch ist, weil man eben hofft, dass die Gewinne von Tesla in der Zukunft so hoch sein werden, dass der aktuelle Aktienkurs in der Höhe auch noch gerechtfertigt ist. Das Ganze birgt aber auch mehr Risiken, weil Schätzungen in der Zukunft können natürlich auch leicht mal daneben liegen. Und es gibt natürlich andere Automobilhersteller wie VW, wie BMW, wie Audi und so weiter, die natürlich nicht einfach dastehen und warten, was passiert, sondern auch sich weiterentwickeln, neue Autos, neue Technologien, neue E-Autos rausbringen. Und da ist natürlich auch eine Gefahr für Tesla.
Und wenn ihr jetzt neu auf meinem Kanal seid, dann natürlich auch noch unbedingt den Kanal abonnieren und damit ihr auch dann immer gleich informiert wird, wenn es ein neues Video von mir gibt über Einzelaktien, über Value Investing und so weiter, dann auch gerne die Glocke aktivieren. Und wir sehen hier aber auch, was in der Vergangenheit Tesla für Probleme hatte. Hier war ein Post vom 3. November 2020 von Twitter. Da hat ein gewisser Zane gefragt, wie nah war Tesla am Bankrott? Und Elon Musk hat darauf auch geantwortet, kurz darauf. Und er hat gesagt, dass sie sogar sehr, sehr knapp vom Bankrott waren. Und zwar nur in etwa einem Monat vor der Zahlungsunfähigkeit. Und das Ganze hatten sie hier eben ihre Probleme mit dem Model 3 von 2017 bis 2019. Und da ist eben, wie gesagt, die Gefahr bei solchen Unternehmen, die stark wachsen und vielleicht auch noch keine Gewinne schreiben, dass man dann aber auch mal einen Fehlgriff haben kann im Sinne von, die Aktie die geht bankrott oder das Unternehmen geht bankrott und dadurch natürlich auch der Aktienkurs in den Keller. Bei Tesla, wie wir alle wissen, ist das nicht passiert. Sie sind nicht bankrott gegangen. Wir sehen hier mal die Bilanz. Inzwischen, die aktuelle Bilanz, die sieht auch viel, viel besser aus. Tesla steht aktuell nicht mehr kurz vor der Insolvenz, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, sondern man konnte hier einiges stark verbessern. Man hat hier auch einige neue Aktien rausgebracht. Da der Kurs eben so hoch war, konnte man auch neue Aktien rausbringen, die man zu guten Preisen verkaufen konnte. Es hat wieder neues Geld in die Kassen gespült, konnten die Schulden bezahlt werden. Man konnte weiter die Sache entwickeln, weiter forschen. Also so ein hoher Aktienkurs hat natürlich auch Vorteile fürs Unternehmen, wenn man dann die neuen Aktien eben auch zum guten Preis losbekommt und neues, frisches Geld in die Kassen spülen kann. Wir sehen hier eben, Cash hat Tesla aktuell 20 Milliarden Dollar in etwa. Und man hat hier auf der Finanzverbindlichkeitsseite aktuelle Finanzverbindlichkeiten von 1,5 Milliarden Dollar in etwa und noch langfristige Finanzverbindlichkeiten ja, von so in etwa 2 Milliarden Dollar. Das heißt so 3,5 Milliarden Dollar Finanzverbindlichkeiten, 19 Milliarden Dollar Cash. Also haben wir hier ein gutes Netto-Cash-Polster. Dann schauen wir mal hier in die Gewinn- und Verlustrechnung. Wir sehen hier auch im Vergleich, jetzt links ist 2022, rechts 2021, dass die Umsätze stark gesteigert werden konnten. Von 36 Milliarden Dollar auf 57 Milliarden Dollar in den ersten 9 Monaten des Jahres. Wir sehen hier auch, dass der Bereich Energy Generation, also Energieerzeugung und Speicherung, nur etwa 5% des Umsatzes ausmacht. Auch hier ist ja Tesla bekannt dafür, dass sie eben auch nicht nur im Bereich Autoverkauf, sondern also nicht nur E-Autos verkaufen, sondern eben auch hier im Bereich Energieerzeugung, Energiespeicherung tätig sind. Die ganzen Ladestationen, was sie auch haben. Aber das macht hier alles noch ziemlich wenig am Umsatz aus. Und wenn wir auch die Kosten dafür betrachten, hier die Kosten für Energy Generation Storage sind in etwa so auf dem gleichen Niveau wie der Umsatz. Das Ganze ist also noch nicht groß profitabel. Die Gewinne kommen tatsächlich eher aus dem Autoverkauf, Auto-Leasing. Aber da macht man immer einen Bruttogewinn von 15 Milliarden Dollar in den ersten 9 Monaten oder eben einen Netto-Gewinn von etwa 9 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich sehr gut. Und ist hier auch in letzter Zeit weiter steigen. Letztes Jahr waren es gerade mal 3,3 Milliarden Dollar. Die Frage ist nun jetzt aber auch, wie lange kann das Wachstum eben weiter gehalten werden von Tesla? Und ein Wachstum, das sehen wir in der Vergangenheit, in den letzten 100 Jahren immer wieder, Unternehmen, auch Top-Unternehmen, können eben nicht ewig mit großen Wachstumsraten weiter wachsen. Und das ist natürlich auch dann immer die Gefahr, wenn die Wachstumsraten zurückgehen, dann sind die ganzen Hype-Investoren weg, die verkaufen ihre Aktien, das Ganze wird dann zu einer Spirale nach unten, der Aktienkurs fällt immer weiter, es werden immer mehr, die verkaufen wollen und dann am Schluss ist der Aktienkurs deutlich niedriger, im Moment zum Beispiel ja schon 50% unter dem Hochpunkt, aber wie wir gleich in der Bewertung noch sehen, kann das Ganze auch noch weitergehen. Ja, wir sehen hier die langfristige Entwicklung. Die langfristige Entwicklung vom Umsatz von Tesla sieht natürlich sehr gut aus. Das ist natürlich auch zu erwarten, dass der Umsatz immer weiter gestiegen ist in der Vergangenheit. Man hat aber bis 2019 Verluste geschrieben und deswegen waren wir eben kurz vorm Bankrott, weil man immer mehr Geld reinpumpen musste für Forschung, für Entwicklung und dann die Kosten irgendwann fast schon zu hoch gewesen sind für Tesla, für Elon Musk und dadurch dann auch fast eben die Insolvenz angemeldet werden musste. Allerdings hat man hier noch rechtzeitig geschafft, profitabel zu werden und man konnte eben die Insolvenz abwenden. Aber das sind hier natürlich immer die Gefahren. Und wenn wir auch mal auf die Analysteneinschätzungen eingehen, die wir mal anschauen, dann sehen wir hier bei Nasdaq.com,
dass für dieses Jahr so ein Gewinn von 3,60 erwartet wird, die Aktie nächstes Jahr von 4,90, dann 5,40 Euro, 6,43 Euro, so die nächsten Jahre. Also wirklich deutliche zweistellige Wachstumsraten, sehr gutes Wachstum. Wir sehen aber auch, dass die Einschätzungen der Analysten weit auseinandergehen. Hier zum Beispiel für 2025 gibt es 5 Analysteneinschätzungen. Der beste oder der optimistischste rechnet mit 14 Dollar Umsatz und der pessimistischste mit gerade mal 1,43 Dollar. Das ist hier einfach mal das Zehnfache, beziehungsweise nur noch 10% von der höheren Schätzung. Und damit haben wir hier wirklich einen riesen Spreiz. Und das macht natürlich auch einen riesen Unterschied für die Bewertung, ob das eine eintritt, das andere oder was auch immer dazwischen. Was noch interessant ist, das sehen wir hier, und zwar Insiderhandel. Da sehen wir, dass Elon Musk in den letzten Monaten, also hier alles November, 8. November, 8. November und so weiter, 7. November, und dann sehen wir auf den nächsten Seiten, würde man auch noch sehen, habe ich zusammengerechnet, dass Elon Musk eben in den letzten Wochen 19,5 Millionen Aktien verkauft hat für insgesamt 4 Milliarden US-Dollar. Und da wissen wir natürlich auch, dass Elon Musk Twitter übernommen hat, dadurch natürlich auch Geld braucht für diese Übernahme oder gebraucht hat. Was wir aber auch wissen, ist, dass Elon Musk natürlich jetzt sich auch mehr auf Twitter konzentriert. Das ist natürlich auch wieder ein Nachteil für Tesla, wenn sich der CEO eben nicht voll mit 100% auf sein einzelnes oder einziges Unternehmen konzentriert, sondern immer wieder was anderes macht, dann ist es natürlich auch nachteilig für die einzelnen Unternehmen. Also auch hier eine Gefahr für Tesla, dass eben Elon Musk hier keine 100%ige Aufmerksamkeit mehr hat auf sein Unternehmen Tesla, sondern eben auch Twitter. Und da müssen wir natürlich auch etwas vorsichtig sein. Trotz des Verkaufes sehen wir aber immer noch, dass Elon Musk 14,1% an Tesla hält und insgesamt 446 Millionen ausstehende Aktien, was immer noch eine Marktkapitalisierung von 81 Milliarden US-Dollar ist. Also hat er so in etwa 5% seiner Aktien verkauft und hält eben immer noch einen sehr großen Anteil. Hier seht ihr jetzt mein Excel-Tool zur Bewertung von Aktien. Da habe ich jetzt auch Tesla neu hinzugefügt, frei verfügbar für alle. Also einfach unten in der Videobeschreibung, da gibt es einen Link zu meiner Homepage. Da könnt ihr es kostenlos runterladen, auch ohne Anmeldung, ohne Registrierung. Und dann seht ihr genau dieses Sheet und dieses Excel-Tool, wie ihr es hier seht. Und wenn ihr natürlich auch noch alle anderen Unternehmen, die hier ausgeblendet sind, haben möchtet, gerne Kanalmitglied werden, Stufe Investor oder Partner. Die Stufe Investor kostet 6,99 € im Monat und dann bekommt ihr den vollen Zugang, bekommt zusätzliche Videos, Kommentare von mir werden bevorzugt beantwortet und einige Benefits für eben gerade mal 6,99 € im Monat. Da wird es auch die nächsten Tage wieder ein Video zum VIP-Shop zum Beispiel geben, die ich dann auch nochmal wieder ein Update drüber bringe, nochmal genauer anschaue und meine aktuelle Einschätzung eben gebe, aber auch noch einige andere Unternehmen, die eben hier ausgeblendet sind. Und wir sehen jetzt eben hier, Tesla habe ich neu aufgenommen. Das Update ist eben jetzt vom 6.12. Wir sehen, dass sie eben einen Netto-Cash-Haben von 5 Dollar je Aktie in etwa. Also wie gesagt, die finanzielle Situation sieht inzwischen wirklich gut aus. Da haben wir keine Probleme mehr. Und das bereinigte KGV beträgt aber trotzdem etwa 49 und damit wirklich sehr, sehr hoch. Und wenn ich jetzt mal im normalen Szenario von 15% Wachstum ausgehe, die nächsten 5 Jahre, also Gewinnwachstum je Aktie, dann 10% für die nächsten 5 Jahre und einen fairen KGV so habe von 17, dann würde ich in 10 Jahren auf einen Kurs oder erstmal auf einen Gewinn von 11 Dollar je Aktie kommen, was bei einem 17er KGV so 200 Dollar Kurs wären. Und das wäre gerade mal in etwa der Kurs, der gerade ist. Also aktuell ist der Kurs bei 177 Dollar. Das heißt, es wäre in den nächsten 10 Jahren quasi keine Rendite. Im positiven Szenario, wenn es 25% wächst in den nächsten 5 Jahren, danach um 15% der Gewinn, dann kommen wir so auf 21 Dollar etwa Gewinn die Aktie. Und wenn wir jetzt hier noch einen 25er KGV nehmen, dann kommen wir auf einen fairen Kurs so von 540 US-Dollar. Und das wäre eine deutliche, schöne Rendite von 11,8% im Jahr. Aber jetzt überlegt man, also ein Unternehmen, das 25% die nächsten 5 Jahre wächst, was schon die Größe hat, und danach auch noch immer jedes Jahr 15%. Das ist auf jeden Fall alles andere als in Stein gemeißelt. Da gibt es natürlich Risiken, dass das hier eben nicht so eintritt. Wenn es blöd läuft und wir hier nur 10% und 5% Wachstum haben und ein 10er KGV, und ein 10er KGV kann durchaus vorkommen in der Bewertung. Das hatten wir 2016 zum Beispiel bei Apple. Apple war damals total unbeliebt, dann sind trotzdem natürlich ein Weltkonzern, dann war das KGV nur noch bei 10. Da habe ich auch damals Aktien gekauft. Genauso Warren Buffett ist damals natürlich groß eingestiegen. Und wenn wir hier wirklich nur ein 10er KGV haben, bei einem Gewinn die Aktie von 7 Dollar in 10 Jahren, dann haben wir gerade mal einen Kurs von 76 Dollar in 10 Jahren. Und das ist eben ein Einbruch von über 50% in den nächsten 10 Jahren.
Und diese Gefahr sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn man in Tesla investiert, dass eben das Ganze auch nicht so unbedingt kommen muss, wie viele jetzt aktuell erwarten, dass die Wachstumsraten immer weitergehen, sondern es kann auch natürlich schnell mal in die andere Richtung gehen. Und deswegen immer beim Investieren auf die Risiken erstmal achten und dann auf die mögliche Rendite. Deswegen bin ich natürlich auch nicht in Tesla investiert aktuell, weil es mir aktuell immer noch viel zu teuer ist. Gerne eure Meinung zu Tesla unten in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal bei Value for Investors.